Ja, willkommen zurück im nächsten Part. Weiter geht's in der Zombie-Apokalypse. Wir müssen jetzt als erstes den GIE kontaktieren. Dazu müssen wir da hinten auf den Waggon klettern. Das machen wir jetzt mal. Wir kommen hier gar nicht raus, oder? Doch, da hinten. Ah, da ist schon wieder so ein Ätz-Teil unterwegs. Der ist noch nicht hin. Meine Güte. Wenn man die nicht... Wo ist er denn jetzt hin? Er ist im Boden verschwunden. Ah, jetzt kommt er wieder von der anderen Seite. Hä? Ja, er hat's wohl nicht geschafft. So, dann telefonieren wir erstmal. Crane. Bericht. Hab Rais getroffen. Kein Zweifel. Er ist Suleiman, ein echter Psychopath. Vom skrupellosen Politiker zum verkackten Warlord. Weiß er, dass Sie für uns arbeiten? Nein. Für ihn bin ich nur ein weiterer Turmbewohner, den er Faxen machen lässt, bevor er ihm Antizin gibt. Verstanden. Fahren Sie fort wie gehabt. Wir brauchen die Unterlagen. Toll. Crane, Ende. So. Wir haben wieder ein paar Punkte bekommen. So. Muss ich mich erstmal orientieren. Dann werden wir jetzt mal hier hin gehen. Oha. Ach, da ist schon wieder einer. Ich werde mir mal ein paar Böller machen.
Al Capone. Bist du bereit? Was genau soll ich jetzt machen? Der Funkverkehr ist seit der Quarantäne ziemlich unzuverlässig. Diese Modulatoren verstärken das Signal, damit Raiz mit den Außenposten am Stadtrand kommunizieren kann. Das ist für alle von Vorteil, nicht nur für Raiz. Vielleicht, aber der Kaiser muss sein Reich überwachen. Ja, hier raufzukommen, das war nicht so einfach, das weiß ich noch. Gucken, ob ich das nochmal schaffe. Schon hat man wieder so einen an der Hacke. Oh Mann. So, jetzt sind wir ja schon fast oben. Hier kommen wir aber anscheinend noch nicht hoch, oder? Da ist eine Leiter. Ah ja, da muss ich ganz Menge Anlauf nehmen, dann komme ich da vielleicht rüber. Jawohl. Ah.
Ja, gut, was los? Ja, eine hochgelegene Sicherheitszone. Da ist... Ah, da sind noch mehr. Waffe ist kaputt. So. Eine Zombie-Figur. Ein Nagelbrett. Ach. Kommt man da nicht hoch? Ah, machen wir erstmal hier den Strom an. So. Jetzt aber. Naja, das hat sich nicht wirklich gelohnt. Ja, da rein kommt man auch nicht. So, dann gucken wir mal. Dann haben wir wieder eine Sicherheitszone freigeschaltet. Dann nehmen wir direkt die nächste. Da oben ist auch gleich die Antenne, wo wir hin müssen. Müssen wir erstmal heile wieder runterkommen. Aber das kriegen wir hin.
gekennzeichnet habe ich es, ne? Ja, die Richtung. Hier ist die Videothek. Nichts wie weg, kann man da nur sagen. Sicherheitszone. Hier ist ja was los, meine Güte. Thank you.
Meine Güte, die sterben und sterben nicht. Echt Schwerstarbeit. So. An alle Kuriere, hier spricht Jade. Gebt Gas, Leute. Die Nacht bricht an und ich hoffe für euch, dass ihr auf dem Weg zum Turm seid. Ich bin ja in der Sicherheitszone. Ich muss sie nur noch in Gang bringen. So. Puh. Ja, das will alles hart erkämpft werden. Ein alter Fußballplatz. So, wie spät haben wir? Etwas über eine Stunde. So, wir haben noch eine Kraftstufe, die wir vergeben können. Ja, der Kraftangriff ist auch schön. Dadurch halten die Waffen länger. Hm. Kann man sich auch angucken, wie es funktioniert. Ja, ich glaube, das nehmen wir mal. Wenn man es mal eilig hat, einen Zombie auszuschalten, dann geht das damit. Was? Ich habe die doch gerade verteilt. Ja, kam wahrscheinlich ein bisschen zu spät. Na gut. Damit werde ich den Part auch beenden. Gucken wir uns nochmal die beiden Dicken hier an. Die Abenddämmerung in Harran. Ist ja nicht süß. Na gut, ich sag da mal bis zum nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gehabt euch wohl und bis bald. Tschüss.